Hallo, ihr fantastischen Menschen. Heute möchte ich euch mal etwas relativ Aktuelles vorstellen, und zwar die Gameboy Competition 2021. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal etwas davon mitbekommen. Ich erkläre euch mal kurz, worum es geht. Das war im Prinzip ein großes Projekt, wo jeder entsprechende Einsendung an Homebrew-Sachen für den Gameboy ja, reinsenden konnte. Und es gibt dann da eine Jury, die das dann bewertet, und die besten Spiele oder auch andere Einsendungen gewinnen entsprechende Preise. Und das ist eine wunderbare Sache. Und ich bin sehr überrascht, wie viel da eingesendet wurde. Insgesamt wurden nämlich 150 Spiele eingesendet, und ihr seht hier schon die Competition-Seite. Hier der Preispool ist ungefähr 3.800 $. Es gibt natürlich diverse Sponsoren, und hier sind auch noch mal die Regeln entsprechend erklärt. Ihr könnt natürlich hier dann auch noch die Seite hier aufmachen, wo noch wirklich ganz genau erklärt wird, was ist erlaubt, was nicht. Es sind nämlich nicht nur Spiele erlaubt, sondern auch irgendwelche kleinen Programme, irgendwelche Demos oder Musikstücke. Und das wird alles bewertet. Auch auf der Seite ist auch so ein bisschen gezeigt, hey, diese Tools kannst du zum Beispiel benutzen. Ich habe ja schon mal das Gameboy Studio in der alten Version schon mal vorgestellt, wie man da relativ einfach, na, was heißt relativ einfach, also ein bisschen, sag ich mal, Computerdesign, technische Hintergründe muss man natürlich schon haben. Auf jeden Fall kann man mit Hilfe dessen Programm sich ein Gameboy-Spiel zusammenstellen, wenn man da ordentlich Arbeit reinsteckt, durchaus komplexere Sachen. Und das wird hier natürlich alles nochmal zusammengefasst. Und um euch einfach mal vorzustellen, was da alles so reingekommen ist, könnt ihr hier zum Beispiel dann auf Submissions gehen. Also hier seht ihr auf jeden Fall, ist das Voting, also die Jury bewertet die Sachen noch ungefähr 27 Tage an Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Und ich finde es eigentlich schade, dass das nicht so eine Art, so eine User-Preis, irgendwie so eine Community-Bewertung irgendwie da ist. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. Und wenn ihr hier auf Submissions geht, dann seht ihr hier ganz, ganz viele Sachen. Und ich werde euch natürlich jetzt nicht irgendwie 150 Sachen vorstellen. Deswegen, es gibt hier diesen schönes View Random Submission Button. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier einfach mal fünf wirklich zufällige Sachen an. Es sind auch ein paar Sachen von Bekannten da. Zum Beispiel unser User 0x7f hat hier G0 reingestellt. Da ist ja bei uns auch in der Kommentarspalte durchaus immer aktiv. Aber ich würde sagen, ich gucke einfach mal, was für Sachen wir hier jetzt nehmen. Und die lade ich mir gleich runter und spiele so mit euch denn an. Ich kenne sie das nicht. Also einmal hier Maze Rage Game Boy. Dann haben wir als nächstes haben wir ein fantastisches Projekt namens Phantom. Okay. Dann haben wir Deep Dungeon, okay, sieht auch sehr interessant aus. Also die meisten könnt ihr auch im Browser spielen. Und als viertes haben wir Blitzbomber, okay, das sieht auch schon sehr interessant aus. Und dann haben wir hier das Animal Crossing Game Boy. Wow, okay, das ist natürlich sehr ambitioniert, wenn das wirklich einigermaßen das abbilden sollte. Und wie gesagt, in die fünf Sachen schauen wir mal rein. Ich packe euch natürlich den Link zu der Seite in das Kommentarfeld. Schaut es euch einfach mal durch. Da sind wirklich viele, viele fantastische Sachen dabei. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, das erste Spiel ist Maze Rage. Und ich muss sagen, so die Intro-Musik klingt schon gar nicht so verkehrt. Okay, wir haben Easy, Hard und Dings. Okay, also ich nehme mal an. Ah, okay. Ich nehme mal an, das hier wird einfach sein. Okay. Ich überlege gerade, was ich falsch mache. Ich dachte, das würde auf Zeit gehen. Ah, ich glaube. Ah, okay. Immer wenn ich in eine Wand gerannt bin, dann hatte er quasi das Spiel neu gestartet. Das heißt, das darf man hier nicht machen.
Das heißt, man muss hier nicht irgendwie auf Zeit, auf schnell gehen, sondern hier nur ganz vorsichtig gehen. Also Grafik ist... Die Musik ist geil. Also die gefällt mir richtig. Ich frage mich natürlich, wie das Gameplay denn später schwerer wird. Ich nehme an, vielleicht so mit sich bewegenden irgendwie Ebenen, so Schranken oder irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber ich merke schon, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, wie sich meine Augen bewegt haben. Man muss natürlich hier schon gucken, wo man jetzt lang muss, ne? Also wenn da natürlich jetzt hier auch noch ein Zeitlimit wäre, dann wäre es natürlich krass. Okay. Mal gucken, wo ich hier lang muss. Scrollt das? Okay. Ich dachte, da würde der Bildschirm mit scrollen. Sehr nette Idee, finde ich. Auf jeden Fall aber irgendwie... Also auf der könnte man definitiv aufbauen. Wie gesagt, so mit sich bewegenden Sachen und ein kleines Zeitlimit. Und vielleicht, dass man nicht gleich immer komplett zum Start hingeworfen wird. Ich guck mal, was sich unter Hard versteckt, okay? Okay, das erweitert das Ganze natürlich schon sinnvoll. Das heißt, ich muss zuerst diese Münzen hier einsammeln und dann zum Ausgang kommen. Coole Idee. Und ihr glaubt gar nicht, das braucht durchaus mehr Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit, als ihr vielleicht denken mögt. Das ist wirklich faszinierend, weil normalerweise, ihr kennt es wahrscheinlich von Spielen, drückt ihr einfach das Steuerkreuz durch, weil die Wand ist ja nicht toxisch, ne? Aber hier muss man das echt genau timen und aufpassen. Sehr schöne Idee. Also, schönes Geschicklichkeitsspiel. Wenn man, wie gesagt, da etwas noch mehr hinzufügen würde, würde es definitiv passen. Nee. Gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, wir schauen zum nächsten. Als nächstes haben wir Phantom, ein Spiel bei Byron Trent. Sieht auf jeden Fall schon am Anfang sehr schön aus. Ich habe gesehen, dass es auf der Seite, die man da auswählen kann, dass es eher als Konzept gedacht ist. Deswegen wird es noch nicht voll entwickelt sein, nehme ich mal an. Okay, wir können da bewegen. Action, also so eine Erklärung ist schon mal sehr cool. Sehr stylisch gemacht. Okay, es scheint mit Game Boy Studio gemacht zu sein. Die sehen ja alle so ungefähr aus. Ihr kennt es wahrscheinlich nur von diesen RPG-Makern irgendwie. Okay, wir sind ein Privatdetektiv anscheinend. Es scheint ein Adventure zu sein. Grafisch sehr schön gemacht. Nur leider kein Ton. Finde ich schade, aber wenn das jetzt eher so als Konzept war, das kann ja alles noch kommen, ne? Okay, da ist ein Geist. Okay, sind wir so eine Art Geisterjäger. Da bin ich jetzt mal gespannt. Läuft es soweit alles selbst ab. Okay, jetzt sind wir hier. Genau. Okay, die Katze mag uns nicht. Wir sollen jetzt hier untersuchen, ob ein Geist ist. Also, wie gesagt, technisch, grafisch sieht das echt wunderbar aus. Nein, den Geist haben wir noch nicht gefunden. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Vielleicht auf dem Klo irgendwie. Okay, normale Reflexion. Das hat durchaus Potenzial. Das hier ist doch bestimmt ein Geist. Okay. Mal gucken, ob wir hier was haben. Ist hier was passiert? Okay. Da ist so gerade gerumst. Da muss doch was passiert sein. Aber hier irgendwie eine Mauer. Okay. Wenn wir hier... Ich kann mich selber in den Geist verwandeln. Das ist mit Transmute. Transmute, ich dachte irgendwie so alchemiemäßig, dass man irgendwelche Tränke zusammen mixen kann oder sowas. Okay. Okay, also haben wir hier die beiden Ansichten und damit kann man den bestimmt entsprechend ermitteln, oder? Gucken wir hier. Okay, also es ist... da sieht man ja auch gleich, dass das... der Keller
Ha, interessante Idee. Also, wenn das jetzt irgendwie ausgebaut sein sollte. Ich gucke gerade mal. Was verändert sich denn hier, wenn ich hier der Geist bin? Okay. Bin gerade irgendwie zu doof. Also, ich sehe auf jeden Fall ja mehr irgendwie. Okay. Was will ich mir sagen? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Aber das Spielprinzip hat Potenzial. Okay. Was? Du kannst mich sehen, sagt der andere Geist. Ja, wer bist du? Er weiß es nicht. Okay. Okay. So. Also klar, wissen wir, hier ist ein Geist. Gut, also anscheinend müssen wir irgendwie warten, bis es so wackelt. Und dann können wir wahrscheinlich dann entsprechend dann das angehen. Ja. Hä? Okay, wir haben den Geist doch gefunden. Ich dachte, wir können jetzt hier gleich. Yo. Hat das Bett vielleicht irgendwas? Nee. Was muss ich hier jetzt im Keller jetzt noch machen? Also hier ist auch einer. Okay. Okay. Bevor ich jetzt hier weiter rumdüdel, interessantes Konzept, wenn das ausgebaut wird, kann ich mir vorstellen, dass da sehr schöne Erzählungen auf diesen beiden Ebenen passiert wird. Fehlt natürlich noch ein bisschen am Sound und so weiter. Aber an sich, super Idee. Und wie angekündigt, als nächstes kommt Deep Dungeon. Auch das ist mit Gameboy Studio gemacht worden und das sieht auf jeden Fall schon etwas irgendwie professioneller aus. Ich bin auch mal gespannt, was hier erwartet. Okay, random. Okay, scheint so eine Art Rollenspiel zu sein. Okay. Boah, ich nehme mal Creative Fighter. Okay. Okay, also das ist wirklich klassisch Rollenspiel. Ich stelle mir jetzt auf jeden Fall meine Party ein. So, wir können sie sogar benennen. Das ist cool. Da bin ich mal gespannt, wie weit sie das jetzt machen. Also da bin ich echt mal gespannt. Okay, gut. Also, ne, ich nehme mal hier so die typische Verteilung. Dann brauchen wir natürlich noch einen Cleric. Also mit den Auswürfeln, keine Ahnung. Name Character. So, das ist die Katinka. So heißt ja meine Katze. Kati. So. Und dann, ja, nehmen wir hier noch einen Dieb. Oh, das habe ich auf Rewall gemacht. Schade, dass man das nicht irgendwie selber verteilen kann, weil irgendwie kann man ja im Zweifel ja einfach immer nur weiter würfeln, bis man irgendwie seine Wunschwerte hat. Das ist ja auch irgendwie kontraproduktiv, aber naja, gut. Rollenspieler halt. So, das ist Pinsel, ne? Der Hund, der klaut viel. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es spielt. Kampfsystem und so weiter. Sehr stylisch. Erinnert mich so an die alten 8-Bit-Computer. Ah, okay. Ihr merkt schon von der Steuerung, das ist dann auch wirklich klassisch von Feld zu Feld. Also ihr müsst dann für jedes Feld entsprechendes Steuerkreuz durchdrücken, nochmal neu drücken. Ihr könnt es nicht einfach, wenn ihr hier steht, dann einfach nach unten drücken und da geht den gesamten Weg. So, wo gehen wir hin? Dungeon, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier kämpfen, um mal ein bisschen das Kampfsystem zu gucken. So. Bin ich immer gespannt. Okay. Wie läuft der Kampf? Ah, wirklich ganz klassisch. Also das nimmt sich wirklich so wie diese wirklich alten ja, Heimcomputer-Rollenspiele, ne? So auf dem C64 und so weiter. Ich bin da leider nicht so drin, aber irgendwie erinnert das mich so. Okay, Level Up sogar. Cool. Frag mich natürlich jetzt, wie komplex wird das hier jetzt? Okay, wir haben keinen Schlüssel leider. Okay, ich nehme an, eine Ebene ist. Ich wollte gerade sagen, eine Ebene ist immer ein Bildschirm. Ah. Okay. Das ist sehr cool. Also, ich finde wirklich beeindruckend, was die da mit diesen einfachen Sachen gemacht haben. Ne? So, dann haben wir hier Equipment. Haben wir hier vielleicht irgendwie. Nee. Da
Ja, da hätte man vielleicht in der Stadt ein Seil kaufen müssen, wahrscheinlich. Musik ist passend, gefällt mir. Also dieser Ansatz, wirklich so ein ganz klassisches Rollenspiel dazu machen, das passt einfach. Komme ich da durch? Nee. Ist die Tür offen? Nee. Okay, es scheint auf jeden Fall sehr restriktiv zu sein. Aber wie gesagt, da hätte ich mich. Die Ratte sieht geil aus. Die Ratte sieht echt Hammer aus. Na komm her, komm her. Wir kämpfen. Typische Ratte und Schlange. Also kann ich mir auch wirklich, je nachdem, wie weit das geht, das ist schon eine coole Sache. Und gerade weil die Grafik auch so einfach ist, müsste es auch auf dem Gameboy hervorragend funktionieren. Und man sieht ja sofort alles, ne? So. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass das jetzt die Schlange, weil ich habe jetzt die einfach immer weiter gedrückt, ne? Dass die Schlange bei den obersten Gegner habe ich ja erledigt, da stand auch in der Liste am obersten und der hat diesen mittleren Platz, dass ich jetzt entsprechend immer dahin schalten muss, sonst geht's halt nicht. Aber gut, das sind diese kleinen Komfortsachen, die vielleicht man noch hinzufügen könnte oder vielleicht mit Game Boy Studio nicht abbildbar sind. Da bin ich jetzt leider nicht so tief in der Entwicklung drin. Aber auch das macht einen soliden Eindruck und ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Spiel an. Und der Titel ist jetzt Blitzbomber. Das sah ja schon so ein bisschen nach einem relativ einfachen Arcade-artigen Spiel ein. Ich schau mal, wie es sich spielt. Also, deine geliebte Stadt wurde von gegnerischen Panzern angegriffen. Nur wir können sie besiegen. Okay, die bringen so und so viele Punkte. Okay, Zivilisten logischerweise 0. Alles klar, warum bringen Luftballons mehr Punkte als Dings? Ich weiß es nicht, okay. Wir spielen diesen Doppeldecker und werfen Bomben ab. Ach, das ist quasi umgekehrtes. Also, wir fliegen automatisch und ich muss das im richtigen Augenblick die Bombe abwerfen und ihr könnt die auch natürlich nicht spammen ohne Ende. Gucken, ob ich treffe. Naja. Das ist quasi umgekehrte Space Invaders, würde ich fast sagen. Boah! Okay, da geht. Okay. Ich wurde abgeschossen. War ich wahrscheinlich zu niedrig? Das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich so Timing. Na, bäm. Sehr schön. Okay, und jetzt muss ich hier ein bisschen weiter zur Seite. Und. Ja, wunderbar. Okay. Mit dem richtigen Timing und ein bisschen Gefühl. Also auch wieder ein interessanter Ansatz, ne? So ein umgekehrtes Space Invaders. Warum auch nicht? Ich meine, klar, auf Dauer wäre mir das Spiel, glaube ich, etwas zu eintönig. Ich guck mal, wie sich der Panzer da unten bewegt. Theoretisch könnte. Okay. Hat der Zivilist quasi mit seinem Kopf weggebomst. Okay. Sehr einfaches Spiel. Die Gestaltung gefällt mir auf jeden Fall. Aber wenn es wirklich dabei bleibt, ist es, glaube ich, jetzt spieltechnisch jetzt nicht so der große Knaller, wo man sich jetzt stundenlang mit beschäftigen kann. Also ihr könnt pro Linie, wenn ich das richtig so ein Gefühl habe, immer nur eine Bombe dann abwerfen. Okay, wird natürlich immer mehr auf dem Bildschirm. Interessant. Wie gesagt, durchaus gute Idee. Grafische Gestaltung gefällt mir auch. Ein bisschen so düdelige Musik hätte hier ganz gut gepasst, würde ich sagen. Okay, gut. Aber ich denke mal, auch hier haben wir das Prinzip jetzt verstanden und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Und jetzt haben wir hier Animal Crossing. Ich habe gerade schon gelesen, dass die Entwickler versuchen, das GameCube Animal Crossing auf den Gameboy irgendwie zu portieren. Ist natürlich wirklich wow. Ich muss sagen, ich habe Animal Crossing noch nie gespielt. Ich weiß, Bildungslücke wahrscheinlich. Und das Ding ist noch entsprechend unter Entwicklung. Deswegen, wenn ihr die GameCube-Version kennt, könnt ihr hier vielleicht mal schauen, wie gut das hier umgesetzt wurde, soweit bisher. Ich tue den ganzen Text hier, ich skippe hier einfach mal so ein bisschen durch. Grafisch sieht es durchaus gut aus, würde ich sagen. Also gefällt mir. Ja. So.
Okay. Entschuldige, hast du mal eine Sekunde? Kannst du mir mal irgendwie helfen? Es ist so, na, guck mal, 0 zu 0. Hä? Okay. Danke. Okay. Okay, also er will sich zu uns setzen, klar, keiner. Ich meine, der Zug oder was das ist, ist natürlich leer. Okay, Sound haben wir auch noch nicht. So, mein Name. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich das hier alles etwas überspringe, aber ich will euch hier nur in, keine Ahnung, knapp 5 Minuten mal so einen kleinen Überblick geben. Es soll ja kein Let's Play werden. Aber so, auch hier, von der Aufmachung her, auch von der Grafik her, sieht es echt gut aus. Ich skippe mal so ein bisschen, dass wir hier mal ein bisschen zum Gameplay kommen. Ich weiß, Animal Crossing, da geht es um Socializing etc. Aber wie gesagt, wenn wir hier das ganze Gespräch hier irgendwie gucken würden. Ja, das ist natürlich der P-Town. P-Tau. Passt natürlich nicht. So, P-Tau. Keine Ahnung. You're going to P-Tau. Yep. Okay. Aber das ist schön, dass das quasi diese ganze Namensbenennung storymäßig so eingebaut ist. Das gefällt mir. So, Naja. Okay. Okay, also wir haben anscheinend noch keinen Platz. Aber er hilft uns quasi in der neuen Stadt uns zurechtzufinden. Das ist doch schon mal schön. Soll ihn denn einfach anrufen? Ach, Nuke, das ist der geldgierige Lord, glaube ich, ne? Also hier dem man das Geld nachzahlen muss. So. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Und dann gucken wir gleich mal, wie es sich spielt, weil bevor ich hier die ganze Zeit durchklicke, bringt es hier keinem was weiter. So, also ich bin gelandet. Das ging gar nicht mehr so lange weiter, muss ich gestehen. Und ich würde sagen, ich erkunde hier einfach mal die Stadt. Wie gesagt, ob es einigermaßen originalgetreu nachgebildet wurde, das könnt ihr Experten besser entscheiden als ich. Aber es sieht schon mal sehr schön aus. Oh, ein Eichhörnchen. Hey, was? Okay, uns unterhalten. Okay, 100 Meter Weltrekord, okay. Jupp, alles klar. Wie gesagt, ich kann euch jetzt hier, bevor ich jetzt hier weiter rumdödel, leider keinen Eindruck geben, aber es scheint zumindest sehr cool zu sein. Okay, hier war den Shop. Also es scheint alles großartig dabei zu sein. Sehr schön. Bin gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickeln wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt alle fünf, die ich hier zufällig ausgewählt habe, mal durchgeschaut. Wenn es euch mal interessiert, geht einfach mal auf die Seite. Ihr könnt die meisten sogar direkt im Browser spielen. Also das heißt, ihr müsst sie jetzt nicht extra in einen Emulator oder auf den Gameboy runterladen mit dem Everdrive. Guckt euch da einfach mal rum. Da lauern sicherlich ganz, ganz viele fantastische Sachen. Und schon dieser fünf Querschnittspiele, nenne ich es mal, Schnitt, den wir uns gerade angeschaut haben, fand ich fantastisch, was da alles an Ideen jetzt schon dabei ist. Also schaut einfach mal rein und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschö!